Guten Tag, der junge Bennett ist back in the game. Ihr wisst doch Bescheid. Und Teddy, sag mal, was ist los bei dir? Was schreibst du eigentlich unter meine Videos? What the hell? Ja, perfekt. Du hast deine Tastatur auseinandergenommen. Keine Ahnung, was du mir sagen willst, aber danke. Rewe statt Heide. Bei Fragen sind wir immer für euch da. Hi, sorry. Hi. Habt ihr den Gönnerschied von Capital K? Schau mal im Lager, ja? Danke. Ey, sorry, ich hab alles nachgeschaut, wir haben gar nichts mehr. Hm? Wer in der Social Media Abteilung ist dafür verantwortlich? Wer auch immer auf diese Idee kam, gehört gefeuert. Yo, wie bekommen wir mehr Leute in unseren Rewe? Wir lassen einfach einen Mitarbeiter Fortnite-Tänze machen. Für Fortnite! Marketing durchgespielt. Dieser Mann wollte auf entspannt an einem Nachmittag mal mit dem süßen Fahrrad von seiner Tochter fahren. Als ich das gesehen habe, wusste ich schon, dass das nicht gut ausgehen wird. Das Fahrrad ist so auseinandergefallen wie Lego-Bausteine. Eins zu eins genau so. Also ich weiß ja nicht, wie ihr drauf seid, aber macht ihr so, wenn ihr essen geht, immer eine Story davon? Ich bin der Meinung, dass sich niemand dafür interessiert, wenn er sowas sieht. Also was soll man sich dabei denken? So, ja, ich meine, okay, cool, du bist essen. Im Endeffekt juckt es sowieso niemanden, aber trotzdem, wer es macht, ja, wenn man Bock drauf hat. Die Frau im nächsten Clip übertreibt aber auf andere Weise. Lass den armen Mann doch bitte in Ruhe essen. Er wollte doch nur entspannt zum Dinner mit ihr. Und sie macht einfach Hollywood aus der Story. Mit doppeltem Licht und Transition am Ende. Und für was? Am Ende bekommt die Story nur 50 Aufrufe und das war's. Sein Blick sagt alles. Ich glaube, da wird es kein zweites Date geben. Aber ich habe hier zwei, die sich schon ziemlich gern haben. My girlfriend is so annoying. Und nochmal für alle, meine Freundin ist so nervig. You shut up. No, you shut up. Oh my god, you're literally the cutest thing ever. I love you so much, babe. Like, holy shit. Was ist das denn? Das ist deine Freundin. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Das ist echt gestört, Mann. Der Typ ist doch voll der Psychopath. Und das Ding? Keine Ahnung, was das ist. Sieht scheiße aus auf jeden Fall. Er bringt seinen Hund mit in den Unterricht. Lach-Emoji. You have different procurement requirements in the city of Irvine, California. Okay. So, procurements is that first section and it's going to be all over the map. And yes, Lil Bro passt einfach mehr auf als alle Schüler. Wieso ist er auch so perfekt gekleidet? Und auch mit dieser Brille. Er will doch nur seine Doktorarbeit bekommen. Sorry, keine Ahnung, wieso ich sowas sage. Aber keep it going, Bro. Zieh weiter so durch wie jetzt in der Schule. Ihr solltet euch alle mal ein Beispiel daran nehmen, wenn sogar er es schafft. Ich habe einen geisteskranken Prank gefunden. Und zwar ist der von Gerald Houston. Ist simpel, aber auch ehrenlos. Man geht einfach zu fremden Leuten und sagt, dass eine Spinne auf der Schulter ist. Funktioniert am besten bei Frauen. You got a spider crawling in your hoodie. The spider's crawling in your hoodie. It's a spider crawling in your hoodie. No, I'm scared of spiders. I'm scared of spiders. I'm going this way. Oha, wieso macht sie auf einmal so einen goofy Lauf? You got a spider crawling in your shirt. What? Where is spider it? Crawling in your shirt. Them are black and red. Oh, shit. Oh, god oh damn. God. It's on your shirt behind Where you. Is it? Oh, oh my god. Hell yeah, I'm serious. Oh, my god. Die Arme. Der Prank ist echt ekelhaft, muss ich sagen. Und das wird halt einfach auch immer funktionieren. Spider on your shirt. Oh, 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 dude, run, don't run. Don't run, get it off of you. Sie legt kurz Sprint ein. Spider crawling in your shirt. No, go! I'm not touching it. Chill, 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 chill. I'm not getting it. I'm not getting it. No, I'm just playing. Oh shit, you got a spider crawling up your shirt. Oh yeah, yeah, hell yeah. Oh shit. Oh, hell, card in your shirt now. Oh shit, you got a spider on your shirt. Where? Spider, hold back up. Don't fuck it on me. It's on you. Stop playing. Went on your shirt. Where?
Hey, das ist ja mal so geisteskrank, wie die alle ausrasten. 10 von 10 Prank, 100% Erfolgschance und 100% gutes Ergebnis. Falls ihr das mal ausprobieren solltet, schickt mir ein Video davon, damit ich es schön in meinen Videos ausschlachten kann. Danke. Nee, aber ich will das wirklich mal sehen in Deutschland, wie auch da die Reaktionen sind. Man muss das auch mal bei dem hier ausprobieren. Wer auch immer das macht, hat die dicksten A** der Welt. Wer trägt seinen Einkaufswagen eigentlich auch so? Der ist ein bisschen zu sehr in seinem Film. Komm runter, Bro. Alles gut. Naja, wie auch immer. An alle, die hier in der Schule waren oder noch sind, kennt ihr das, wenn ihr so eine ultra schlechte Note bekommt? Eure Eltern sehen das und sind dann so richtig sauer auf euch. Die machen euch Vorwürfe, geben euch vielleicht noch Strafen, Handyverbot oder Computerverbot und dann wollt ihr es ihnen und euch selbst beweisen. Wenn du deinen Eltern nach der 5 versprichst, fürs nächste Mal zu lernen. Und der Drache wird wie immer auferstehen aus dem Feuer, ähnlich dem Phönix. Deswegen Drachenphönix. Ja, und dann 2 Wochen später, man schreibt die Arbeit, hat gutes Gefühl. Paar Tage später bekommt man sie korrigiert wieder zurück und... Klasse, und dann geht's wieder von vorn los. Der Weg ist das Ziel, man muss immer wieder aufstehen. Ich habe die nächste gottlose Aktion im heutigen Video gefunden. Und zwar spielt sich das in Fortnite ab. Aber seht selbst. Jumpscare 1v1 Map, Totenkopf-Emoji. Ready? 3, 2, 1. Bro, I'm already going on high ground, man. Das war Musik in meinen Ohren. Spaß beiseite, das war echt ehrenlos. Deswegen, mach es nochmal. Der arme kleine Junge war da schön seine 90s am Cracken in der neuen OG-Season. Oh mein Gott, die neue OG-Season ist ja so OG. Und dann kommt einfach aus dem Nix dieser Jumpscare und kickt ihn voll aus dem Leben. I'm going on high ground, man. Er hat danach aus Reflex auch die Playstation ausgemacht und weggeworfen. Aber jetzt nützt es nicht mehr. Sie fliegen! Fortnite! Geil, Mann. Ach ja, hier nochmal der Mapcode, falls ihr sie ausprobieren und eure Freunde hochnehmen wollt. Scherzfragen, Hashtag 184. Okay, eine Scherzfrage. Let's go, ich bin ready. Schnallt euch alle zu Hause an. Was ist schwarz und sitzt im Baum? Keine Ahnung. Eine Katze? Was ist schwarz und sitzt im Baum? Ein Spanner nach dem Waldbrand. Wie jetzt? Und was ist rot und sitzt im Baum? Sein Kumpel, der glüht noch. Meine ehrliche Reaktion. Mal schauen, was so in den Kommentaren geht. Das war so lustig. Hab mich deswegen... Bro, what the f***? Danke, Lias. Wie viele Emojis willst du denn noch benutzen? Übertreib. Ich bin vom Stuhl gefallen. Dankeschön, Max. Du solltest dich am Stuhl besser anschnallen. Ey, die Emojis werden hier wirklich auseinandergenommen. Und zum Ende hin nochmal was richtig Nices fürs Auge. Nochmal ein cooler Trick, der spannend zum Anschauen ist. Gönnt euch diesen Akrobat. Wow, das könnte ein Olympiaturner sein. Sehr cleane Saltos oder was auch immer das war. 10 von 10. Naja, Freunde, jeder, der das Video liked, bekommt einen Döner von mir spendiert. Ach ja, und psst, auf meinem anderen Kanal Baba Memes ist jetzt gerade auch ein neues Video erschienen. Da gibt's gleich noch mehr lustigen Stuff. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.